Hallo, dies ist ein Screencast zum Versuch 17, die Gefrierpunkterniedrigung. Bei diesem Versuch wird die molare Masse eines Stoffes ermittelt, indem wir seinen Gefrierpunkt bei verschiedenen Massenkonstruktionen messen. Und bei dieser Formel sehen wir, dass die Temperaturdifferenz von der Gaskonstante, dem Quadrat des Schmelzpunkts vom Lösemittel, der Schmelzenthalpie des Lösungsmittels und von seinem Stoffmengenanteil abhängig ist. Wenn wir den Stoffmengenanteil x durch m2 durch m1 mal m2 durch m1 ersetzen und gleichzeitig m2 durch m1 durch m2 Stern ersetzen, erhalten wir diese Formel. Die kryoskopische Konstante Kk ist gleich die Gaskonstante R mal den Schmelzpunkt des Lösemittels zum Quadrat mal seiner molaren Masse dividiert durch die Schmelzenthalpie des Lösemittels. Hier sehen wir den operativen Aufbau des Versuchs. Links befindet sich unsere Probe im Kältebad auf einer Rührplatte und rechts haben wir die Referenzzelle. Hier sehen wir Reagenzgläser mit den Lösungen aus Probelösung und Wasser, welche vermessen werden sollen. Auf dieser Grafik sehen wir, wie die Lösung gefriert. Der Inhalt des Reagenzglases wechselt den Aggregatzustand von flüssig nach fest. Und dies ist die Auswertung vom XT-Schreiber. Rechts sehen wir die Nulllinie, die man erhält, wenn man die Gefrierpunkte der beiden Blindlösungen verbindet. Die Zahlen von der Nulllinie bis zur Peaklinie sind die Millimeter, mit denen wir die Temperaturdifferenz bestimmen. Dabei sind 60 mm 1 Kelvin. Dies ist die Tabelle zur Auswertung des Versuchs. Hier werden die Voluminas, die Massen und die Temperaturdifferenz aufgelistet. Außerdem wird die Massenkonzentration und Delta T durch M2 Stern berechnet. Anschließend wird die Massenkonzentration M2 Stern gegen Delta T durch M2 Stern aufgetragen. Mit Hilfe der RGP-Funktion wird der Y-Achsenabschnitt unser Fehler bestimmt. Da wir M2 Stern gegen 0 laufen lassen, verschwindet es aus der Berechnungsformel und wir können sagen, dass die molare Masse des Stoffes gleich der kryoskopischen Konstanten dividiert durch die Temperatur ist.